Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sahadu mit einer neuen Folge Imperatorum. Wir spielen als Bharadvaja. Wir hatten in der letzten Folge Sumpa den Krieg erklärt und sind jetzt gerade dabei, hier mit unseren gesamten Axt nach Dodong vorzustoßen. Wir werden aber tatsächlich die 21. Ak hier noch draußen lassen und sie hier belassen, falls wir hier angegriffen werden sollten. Zur Not können wir die immer noch hinterherziehen. In einem Jahr können wir dem Seleukidenreich wieder den Krieg erklären. Das wird natürlich eine ganz andere Nummer. Das wird sogar knapp hier. Ist halt Gebirge. Ja, wir bekommen ja, müssten eigentlich hier Mali bekommen. Kulturell. Wartet mal, wieso bekommen wir jetzt hier keine Mali? Das ist doch im Ge Ach, das ist Ebene. Das ist aber auch schlecht dargestellt. Schaut mal. Man denkt doch, wenn man das hier so sieht, das sind Berge, aber das ist Ebene. Deswegen bekommen wir keine Mali. Sehr gut. Und trotzdem müssten wir Mali bekommen, weil hier ein Fluss ist. Naja, wie auch immer. Wir haben die schlechtere Wahl hier, was unsere Taktik anbelangt. Und die Gegner haben auch noch den besseren General. Scheibenkleister. Ob die Moral sinkt der Gegner. Aber sie bekommen auch nochmal Verstärkung. Ja, müssen wir im Auge behalten. So, was ist jetzt hier noch passiert? Kulturelle Osmose. Der Tutor, den wir mit der Ausbildung unseres Erben Bindusara beauftragt haben, ist ausreichend fremd in seiner Kultur, um Bindusara davon zu überzeugen, dass diese Wege überlegen sind. Wenn wir ihn mit der Lehre fortfahren lassen, wird Bindusara mit Sicherheit diese fremden Wege nachahmen. Wenn nicht, müssen wir Caravela seiner Position am Hof berauben. Kultur Lankanisch. Die fremden Wege müssen gefördert werden. Nee, das wollen wir auf keinen Fall. Er bekommt eine andere Religion. Oder wir sagen, Caravela Sunyapala ist nicht länger. Ja, das soll schon unsere Kultur dabei treten. Also feuert Caravela mit sofortiger Wirkung. Können wir jetzt unserem Sohnemann da noch einem anderen Tutor geben? Sieht nicht so aus. Oder machte man das über die Charakterentwicklung, dass wir hier einen auswählen und dem dann zu unseren Tutor machen, also den Tutor unseres Sohnes. Wir hatten doch so einen Spitzenmann, der Dauvator bei uns war, der die Armeemoral hochhält. Er hier. Können wir den zu unseren, zu einem Tutor machen? Das geht nicht. Okay, dann belassen wir es halt so dabei und konzentrieren uns hier auf die Schlacht. Stufe 5 ist einfach zu schnell. Das ist. Ja, wobei, normalerweise müsste es sehr langsam gehen, weil wenn man hier reinklickt, dann ist es automatisch auf Stufe 2. Eroberer! Nicht länger wird Butabala der Maler als Mann, der nichts tun bekannt sein. Alle Völker, Freunde und Feinde sollten den Namen von Butabala, dem Eroberer, loben. Auf in den Sieg erhält die Eigenschaft Eroberer. Sehr schön. Wir sind siegreich. 63. Ack. Ja, ist das. Eroberer. Belagerungsfähigkeit 10% dazu. Berühmtheit plus 10. Meinung von Tributstaaten über uns plus 5. Achso, wenn er Herrscher wäre. Ah, er hat die Ruhr. Hat er nicht genügend Gold, um sich da in Behandlung zu geben? Ach doch, er ist schon in Behandlung. Okay. Ja, deswegen hat er nur noch 7 Kriegskunst, weil er hatte ja eigentlich 8 gehabt. Was intelligent ist er auch noch. Finesse plus 1, Statthalter, monatliche Loyalität plus 0,05, Auswirkungen bei Herrschern. Ja, dann belagern wir das jetzt hier natürlich mit der 63. Ack. Dann teilen wir etwas hier unsere Armee auf.
Wir lassen es jetzt doch mal auf der vierten Stufe. Das ging dann manchmal etwas zu schnell. Wundersame Genesung, sehr gut. Unser Primärerbe, unser Sohnemann ist wieder genesen. Wer ist gestorben? Statthalter von Maru. Dann nehmen wir einen durchschnittlichen, ne? Der ist schon 73. Nehmen wir den 20-Jährigen hier mit hinein, Stufe 6. Typ. Nord-Sindhu hat ja lokale Autonomie gemacht. Ich frage mich warum. Die sind absolut loyal. Kompletter Quatsch. Wir nehmen Anhäufung von Reichtümern ein. In Sivi macht er Ausbeuten. Auch kompletter Quatsch. Dann sinkt natürlich die Provinzloyalität. Nehmen Anhäufung von Reichtum hinein. Anhäufung von Reichtum. Beutet doch die Leute nicht so aus. Was soll das denn? Okay. Ah, die Tyrannei steigt dadurch natürlich auch immer wieder. So, greifen die uns jetzt hier nochmal an? Im Moment nicht. Wäre schön, wenn wir das noch, bevor wir das Seleukidenreich angreifen, hier erobern können. Kommt darauf an, ob hier hinten dann noch irgendwo eine Festung steht. Ein Kind wurde geboren und wer ist gestorben? General der 5. Ack. Naja, Findung, da gab es nichts Gescheites. Die Belagerung von Dodong ist gewonnen. Sehr schön. Jetzt werden wir uns nach vorn begeben mit unseren Axt. Haben die jetzt Militärzugang mit irgendjemandem? Nein. Im Februar konnten wir dem Seleukidenreich den Krieg erklären. Ja, dann erklären wir halt im Sommer den Krieg oder so, oder im Herbst. Zweifrontenkrieg muss jetzt nicht, also ist ja kein richtiger Zweifrontenkrieg, aber es wäre schön, wenn wir den Krieg hier erstmal beenden können, bevor wir den neuen Krieg anfangen, weil das ist, seht das ja, die Entfernung hier. Also hier dann Truppen zu ziehen und hier Truppen, das ist schon immer ein bisschen nervig, aber wir können das eigentlich machen, weil der Krieg hier ist doch so gut wie gegessen, oder? Er ist gestorben. Er aß einen besonders fauligen Hering, er war General der 13. Ack. Zang möchte mit uns handeln. Machen wir. Marschiert mal bitte vorwärts. Es kommt ja auch noch ein Schneesturm. Wir wollen euch doch nur vassalisieren. Oh, die haben jetzt auch Krieg gegen Zhang. Da will sich Zhang auch noch etwas vom Kuchen abschneiden. Sind wir siegreich. Sumpa ist halt einfach kein Gegner. 2. Februar. Wenn ich mich recht entsinne, können wir jetzt dem Seleukidenreich wieder den Krieg erklären.
Wir werden da auch gleich mal nachschauen. Wenn das Autospeichern zu Ende ist und jetzt kommt ja noch ein Event. Chandragupta der Faule. Chandragupta der vierte Maurya hat eine höchst unprofessionelle Beziehung zu seiner Arbeit aufgebaut. Arbeiten, die nur wenige Stunden dauern sollten, ziehen sich über ganze Wochen. Wir können ihm wirklich keine wichtigeren Dinge anvertrauen. Was ist los? Wir werden faul. Paul, Kriegskunst minus 1, da ist immer sowieso eine Napsülze. Und Finesse minus 1, das ist immer auch nicht besonders. Ja, dann ist es halt so. Das muss unsere Frau alles hier ausgleichen. Die zwei Werte, seht ihr das? Militärmacht und auch Zivilmacht. Ist sie besser als wir jetzt auch in der Zivilmacht. Vorher war es ausgeglichen. Aber Militärmacht sind wir sowieso schon immer eine Napsülze gewesen. Seleukidenreich den Krieg erklären. Die haben Krieg gegen Isaurien. Wo ist denn Isaurien? Hier oben. Mhm. Bruch der Waffenruhe? Bitte was? War das April erst? Nein, 10. Februar. 7 Tage noch warten, dann dann halt den Krieg hier. Jetzt geht's. Okay. Bestätigen wir. Was? Die haben nur 150 Korruppen am Start? Was ist denn mit euch los? Das wird sich aber jetzt sicherlich gleich drastisch nach oben bewegen hier, die Anzahl der Korruppen, der Seleukiden. Hauptziel ist natürlich hier Baktrien loszulösen, Freunde der Nacht. Ihr wisst das ja noch. Hier ist eigentlich soweit alles im grünen Bereich. Ziehen mit unserer gesamten Axt dahin, aber wahrscheinlich wird Zhang hier erst einmal alles erobern. Also das ist die letzte Stadt da, Rapten, ehe wir dann dort ankommen. Vielleicht können wir die jetzt schon zu unseren Vasallen machen. Ja, Aktion entlassen, untertan werden, jawohl. Stammesvasallen, nö, wir machen hier. Sumba wird Tributstaat von Bharadwaja. Und gebt uns mal bitte noch ein bisschen Gold. Sehr schön. Die Frage ist, ob wir jetzt Krieg haben gegen Zhang. Ja, haben wir. Verdammte Hacke. Ich habe da tatsächlich noch dran gedacht, aber halt zu spät. Scheibenkleister. Das ist natürlich jetzt richtig dumm gelaufen. Weil Zhang halt Krieg hatte gegen Sumpa. In dem Moment, wo ich hier die zu unseren Tributstaaten mache, fiel mir ein, stopp mal, die haben doch Krieg gegen Zhang, dann haben wir doch jetzt auch noch wieder Krieg gegen die. Ach Mann. Ja, die wollen natürlich keinen Frieden. Naja, jetzt haben wir natürlich unsere zwei Kriege, die komplett an anderen Weltenden zu finden sind. Ach Dirk, was machst du, was machst du? Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen die drei Achse hier abziehen und irgendwie versuchen, unsere Grenzen abzudichten, was uns natürlich nicht gelingen werden wird, weil wir haben da schon eine beträchtliche Grenze zu Zhang. Wir werden Söldner rekrutieren müssen. Um hier irgendwie eine Front zu errichten. Und die müssen natürlich jetzt erst einmal Moral tanken. So, und wir müssen uns natürlich auch um den Krieg gegen das Seleukidenreich kümmern. Da ist unser Kriegsziel das hier. Arktiken. Aber unser eigentliches Kriegsziel liegt natürlich hier oben.
Wir wollen Baktrien loslösen. Von dem Seleukidenreich. Das wäre ein extrem herber Schlag für die. Hier werden wir defensiv erst einmal bleiben und hier müssen wir in die Offensive gehen, um halt unser Kriegsziel so schnell es geht unter unsere Kontrolle zu bringen. Fünfer General, dem werden wir hier die Belagerung durchführen. Hier nehmen wir den Achter General. So, schauen wir uns mal an, wie der Krieg läuft. Einmal gegen Zhang und einmal gegen das Seleukidenreich. Zhang ist halt nicht zu unterschätzen. Ich glaube, um die 80 Kurden haben die. Erste Schlacht konnten wir gewinnen. Hier oben, unsere Verbündeten werden die Schlacht verlieren. So müssen wir jetzt hier so einen extremen Umweg machen. Das ist, muss ich jetzt nicht ganz verstehen. Ist doch keine Festung irgendwo, oder? Okay. Hier gibt es doch eine Verbindung. So, so würde es aber schneller gehen anscheinend, als wenn wir hier wieder zurücklaufen oder was. Naja, gut. Dann macht das halt so. Sind die schon alle fest, die 40.000? Wenn ja, gehen wir natürlich hier auch rein. Und helfen unseren Verbündeten. Schnell, schnell, beeilt euch. Weil unsere Verbündeten sind da ganz schön unter Druck. Krasse Schlacht hier. 40.000 gegen 60.000. Wir haben den besseren General und wir haben auch die bessere Taktik. Sieht gut aus, Freunde der Nacht. Jetzt haben wir auch die numerische Überlegenheit. Wir gewinnen die Schlacht. Wir machen mal Stufe 3. Wir müssen ja auch noch den Krieg gegen die Seleukiden führen. Ja, jetzt kommen die hier auch mit, die rekrutieren hier Truppen. Ist natürlich nicht optimal, dass wir halt jetzt auch noch gegen Zankrieg haben, aber naja. Ist, wie es nun mal ist. Wir werden hier relativ geschlossen versuchen vorzugehen, uns gegenseitig zu unterstützen. Ihr kennt da ja die Taktik. Hier hatten wir noch eine Festung, die was verteidigt. Hier haben wir auch eine Festung. Heißt, wir können mit der zweiten Ag schon mal hier bewegen. Die zwei Söldnerarmeen müssen noch Moral tanken. Und hier kommen sogar schon die Seleukiden. Wir verlieren die Schlacht. Die haben 40.000 Mann hier zusammengezogen. Nett. Schlacht verlieren wir. Wir ziehen jetzt auch die 12.000 hier nicht mehr rein. Hat keinen Sinn. Die verbraten wir dann nur sinnlos. Lassen die Gegner kommen. Zumba-Mischte Edelsteine, ja, könnt ihr bekommen.
gab es eine Schlacht, das ist immer siegreich. Ganze Menge Belagerungen. Das ist ein 6er General, das ist ein 11er General. Wir schicken den 11er General zu der Festung und der 6er General soll Rückendeckung geben. Bei den Söldnerarmeen müssen wir uns auch nochmal anschauen. Ja, kompletter Quatsch hier. Primäre Kohorte, leichte Infanterie. Wir haben hier gar keine leichte Infanterie drin. So belassen wir das hier. Genau, Nahkampf ist jetzt okay. Und hier machen wir ebenfalls die Kriegselefantenform, das andere ist okay. Und hier machen wir Pantmaviua. So. Ja, die haben auch ordentlich Rekrutenreserve, Zangen. Ach, Zangen. Warum habt ihr denn Sumba den Krieg erklärt? Ja, wir sind mitten im Krieg, Freunde der Nacht, und ich muss die Folge leider beenden, weil wir sind auch schon wieder über 21 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste und rechts unten gibt es noch den Button, um meinen Kanal zu abonnieren, würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es da heißt, Sahadum zockt Imperator Rom mit Barad Varsha. Wir sind mitten im Krieg gegen das Seleukidenreich und gegen das Reich im Norden, gegen Zang. Obwohl wir gegen die ja eigentlich gar keinen Krieg führen wollten. Ah, aber so ist das manchmal. Ja, zwei relativ große Kriege. Wie werden die ausgehen? Können wir uns durchsetzen? Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Euer Sahadum.